Der Weg der Mitte. Zwei Enden gibt es, ihr Mönche, denen muß wer dem Weltleben entsagt hat fernbleiben. Welche zwei sind das? Hier das Leben in Lüsten, der Lust und dem Genuss ergeben. Das ist niedrig, gemein, ungeistlich, unedel, nicht zum Ziele führend. Dort Übung der Selbstquälerei. Die ist leidenreich, unedel, nicht zum Ziele führend. Von diesen beiden Enden ihr Mönche sich fernhaltend, hat der Vollendete den Weg, der in der Mitte liegt, entdeckt, der Blick schafft und Erkenntnis schafft, der zum Frieden, zum Erkennen, zur Erleuchtung, zum Nirvana führt. Und was, ihr Mönche, ist dieser vom Vollendeten entdeckte Weg? der in der Mitte liegt, der Blick schafft und Erkenntnis schafft, der zum Frieden, zum Erkennen, zur Erleuchtung, zum Nirvana führt. Es ist dieser edle achtteilige Pfad, der da heißt: Rechtes Glauben, Rechtes Entschließen, Rechtes Wort, Rechte Tat, Rechtes Leben, Rechtes Streben, Rechtes Gedenken, Rechtes Sich Versenken. Dies ihr Mönche ist der vom Vollendeten entdeckte Weg, der in der Mitte liegt, der Blick schafft und Erkenntnis schafft, der zum Frieden, zum Erkennen, zur Erleuchtung, zum Nirvana führt.